Hallo und herzlich willkommen. Heute basteln wir ein Maler- und Maurerset. Wir brauchen Zahnpastadeckel, Eierkarton, Draht, Büroklammern, Kulimine, Gelstiftmine, Schaumstoff, Pappe, ein Streichholz, die Verpackung von Schreiblernstiften, eine schmale Schachtel, runde Holzstäbe, Fruchtkaubonbons, Kaffee-Umrührstäbchen, einen alten Pinsel und ein Band. Für die Maurerkelle nehmen wir ein Streichholz und schneiden ein Stück ab und kleben dieses Stück auf ein quadratisches Stück Pappe. Jetzt nehmen wir ein Stück Kulimine und schieben ein kleines Stück von einer Büroklammer hinein. Diesen Griff kleben wir nun mittig auf die Maurerkelle. Für die Spachtel nehmen wir wieder ein Stück Kulimine und kleben ein Dreieck aus Pappe an. Jetzt noch die Kulimine kürzen und das gleiche nochmal mit einem kleineren Dreieck wiederholen. Für die Farbeimer nehmen wir einen Kreis aus Eierkarton und kleben ihn in einen Zahnpastadeckel. Das Ganze nochmal wiederholen beim zweiten Farbeimer. Für den Henkel nehmen wir einfach einen Draht und biegen ihn in eine U-Form und kleben ihn an den Zahnpastadeckel. Für den Farbroller nehmen wir ein Stück Gelstiftmine. In die Gelstiftmine schieben wir ein Stück Kulimine und kleben es fest. Das Überstehende abschneiden. Die Gelstiftmine jetzt mit einem schmalen Streifen Schaumstoff bekleben. Hier eigentlich besser normalen Kleber verwenden, weil der Heißkleber schmilzt den Schaumstoff eigentlich weg. Für den Stiel der Farbwalze eine Büroklammer nehmen und biegen und kürzen, wie im Bild zu sehen ist. Wieder ein Stück Gelstiftmine nehmen und als Griff an die Büroklammer kleben. Und jetzt müssen wir nur noch beide Teile zusammenkleben. Für die Mini-Pinsel nehmen wir einen wirklichen Pinsel und schneiden die Borsten ab und kleben die Borsten auf ein schmales Stück Band. Das Band kleben wir zusammen. Und dann kleben wir die Pinselköpfe an einen Kaffeeumrührer. Das sind diese schmalen Holzstäbchen. Für die Farbwanne nehmen wir einfach eine schmale Schachtel und schneiden die obere Seite ab und kürzen auch noch die Länge ein bisschen ein. Jetzt nehmen wir die Verpackung von Schreiblernstiften und schneiden ein schmales Stück davon ab, sodass es in die Schachtel passt. Das Ganze wieder kürzen. Diesmal mit Kleber festkleben, nicht mit Heißkleber, weil der Heißkleber würde die Verpackung schmelzen.
Jetzt verschmälern wir die Schachtel noch ein bisschen weiter. Für das Baugerüst nehmen wir einfach zwei schmale Streifen Pappe und kleben sie zusammen. Dann schneiden wir die Ecken heraus, weil dann können später die Holzstäbe besser angeklebt werden. Jetzt die Holzstäbe ankleben und einfach so verfahren, wie im Bild zu sehen ist. So, dann haben wir alles fertig. Jetzt kann alles bemalt werden. Aus den Fruchtkaubonbons mache ich Ziegelsteine und bemale sie mit siennafarbener Acrylfarbe. Wichtig ist, es müssen alte Bonbons sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Die Farbeimer bemalen wir mit roter und weißer und cremefarbener Acrylfarbe. Die Farbwanne mit weißer Acrylfarbe. Das Absperrband mit roter und weißer Acrylfarbe. Den Farbroller mit weißer, silberner und ockerfarbener Acrylfarbe. Die Spachtel und die Maurerkelle mit silberner und ockerfarbener Acrylfarbe. Und auch die Pinsel und das Gerüst mit silberner und ockerfarbener Acrylfarbe bemalen. Na, dann kann die Arbeit beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.